Kraftpakete in luftigen Höhen, die Transall im ständigen Einsatz in Afghanistan. PS sind nötig, um diese Transall starten zu lassen. Dabei wiegt das deutsche Transportflugzeug immerhin mehr als 40 Tonnen. Das entspricht in etwa 30 Mittelklasse-Pkw. Jürgen ist Co-Pilot und gerade mal 26. Doch schon während des Starts hatte er alles im Griff. Er ist die rechte Hand des Kommandanten. Losgegangen ist es in der Kindheit. Flugsimulator fliegen, bisschen abstürzen, bisschen durch die Gegend gondeln. Irgendwann wurde es zum Traum. Der hat sich dann irgendwann schlussendlich dann erfüllt, hier mit der Bundeswehr. Und die führte ihn bereits zum zweiten Mal hierher nach Afghanistan. Routiniert kann er alles anwenden, was er während seiner Ausbildung in Deutschland und Amerika erlernt hat. Denn heute müssen Spezialisten und einsatzwichtiges Gerät im Einsatzgebiet verlegt werden. Hoch über dem Hindukusch, in einer Flughöhe von 7000 Metern, herrscht scheinbare Sicherheit. Konzentration ist ständig gefragt. Besondere Gefahren lauern dann, wenn sich das Transportflugzeug dem Boden nähert. Plötzlich lösen automatisch Täuschkörper, sogenannte Flares, aus. Die Besatzung geht vom Schlimmsten aus. Raketenbeschuss. Die Flares dienen zur Ablenkung der Suchköpfe. Erste Maßnahmen werden sofort getroffen. Dann steht fest, kein Feind. Natürliche Sonnenspiegelung war der Grund. Keine Zeit zum Durchatmen. Der Landeanflug beginnt. Höchste Konzentration. Sicher setzt Jürgen die Maschine auf. Weitergehen natürlich der Traum, irgendwann links der Kommandant zu sein, die Verantwortung über das Flugzeug. Und wenn die Verantwortung ins Spiel kommt, natürlich dann später auch die Führungsstelle irgendwann innen zu haben, wo man dann quasi auch mal entscheiden darf über das Ganze. Ganz kurz gesagt, der Traum ist eigentlich von der Kindheit erfüllt, das Nonplusultra eigentlich. Genau. Doch zunächst wird Jürgen morgen wieder ins Cockpit steigen. Weitere Aufträge warten in Afghanistan.